Die Evolution hat den Walddrachen mit einer unglaublichen Fähigkeit ausgestattet. Er kann die Laute seiner Beute nachahmen. Geschickt lässt sie Gas aus ihrer Flugblase durch ihren Rachen strömen und imitiert damit den Lockruf des Schweines. Aber ihre Beute muss warten. Sie hat einen Eindringling gewittert. Einen Wilderer in ihrem Revier. Schon seit Tagen macht er dem Drachenweibchen die Beute streitig. Er wird ihre Wut zu spüren bekommen. Das Drachenweibchen nimmt eine Abkürzung. Zum Fliegen sind ihre Flügel zu kurz. Für einen Gleitsprung reichen sie allemal. Unser Weibchen ist grimmig entschlossen. Sie kann nicht zulassen, dass ihr ein Konkurrent die Beute streitig macht. Der Tiger bedroht ihre Existenz. Eine neue Art von Jäger. Klein, clever, beweglich. Und respektlos. Schon jetzt fühlt er sich als König des Dschungels. Das Weibchen verschmilzt mit der Umgebung und stößt ein Geräusch aus. Nicht etwa ein Knurren, um den Konkurrenten zu vertreiben. Nein, es ist ein Lockruf. Der Tiger wittert fette Beute. Aber er ist nicht dumm und ein erfahrener Jäger. Um ihn anlocken zu können, muss die Imitation perfekt sein. Das Drachenweibchen versucht es weiter. Schließlich trifft es den richtigen Tonfall. Sie klingt wie ein fettes, ahnungsloses Schwein. Er schluckt den Köder. Bald wird der Tiger wirklich der König des Dschungels sein. Doch heute hat er seinen Meister gefunden. Der Jäger wurde zum Gejagten. Und der Konkurrent wird im Magen des Walddrachenweibchens enden. Das Fell des Tigers ist schwer zu verdauen. Und so fackelt der Walddrache es einfach ab. Das Feuer, einst eine mächtige Waffe, ist zu einem Werkzeug geworden. Doch die Flammen locken ein anderes, ein ganz bestimmtes Säugetier an. Der Mensch. Er ist klein, aber erfinderisch. Und er duldet keine Vorherrschaft außer seiner eigenen. Langsam eröffnete sich mir die Wahrheit hinter der Legende. Drachen haben existiert. Aber wie passt dieser Drache in die Geschichte? Könnte er zu seinen Lebzeiten auf Menschen getroffen sein? All die Geschichten über Ritter und feuerspeiende Drachen, sind auch sie real? Wir haben bereits so viel Neues gelernt. Feuerspeiende Urdrachen, Seedrachen, die das Land zurückerobert haben. Und es gibt noch so viel zu entdecken. Doch langsam geht uns die Zeit aus. Der Hubschrauber, der uns zurück nach England bringen soll, muss jede Minute eintreffen. Das solltest du dir ansehen. Ich habe gerade diese Splitter entdeckt. Was ist das, gebrochene Rippen? Nein, der Brustkorb ist intakt.
Aber es sind Knochenfragmente, oder? Woher? Das erklärt die seltsamen Proportionen. Natürlich. Ja, er hatte 4 Beine. Und 2 Schwingen. 6 Gliedmaßen. Kein Wirbeltier auf der Welt hat 6 Gliedmaßen. Es ist ein Gesetz der Biologie. Jedes Wirbeltier, das auf dem Land lebt, hat 4 Gliedmaßen. Dasselbe gilt für Vögel. 2 Beine und 2 Schwingen. 4 Gliedmaßen. Unser Drache stellt diese Regel auf den Kopf. Sein Erbgut, seine DNS, schert sich nicht um unsere Regeln. Drachen verdanken ihr Aussehen einer einzigartigen Mutation ihrer Gene. Sie sind ein einzigartiger Sonderfall der Evolution. Wie konnten wir das übersehen? Es ist so offensichtlich. Alle Kulturen haben Abbilder von Drachen geschaffen. Die Chinesen, die Azteken, die Bewohner der Pazifikinseln. Selbst die Inuit oder Eskimos, die in einer Gegend der Welt leben, in der es keine Echsen gibt, erzählen sich Geschichten von riesigen, 6-beinigen Reptilien. Alle diese Kulturen hatten nie Kontakt miteinander. Und sie alle haben Mythen über Drachen. Diese Abbildungen entstammen nicht der Fantasie. Sie sind reale Aufzeichnungen. Die Künstler haben uns etwas sagen wollen. Und wir haben nicht zugehört. Wenn die Abbildungen der Realität entsprechen, haben wir es nicht mit einer Drachenart zu tun, sondern mit einer ganzen Familie. Eine Familie von verschiedenen Drachen, verteilt über den ganzen Erdball. Wir haben Beweise für einen Walddrachen, der in Asien lebte. Und du, nennen wir dich einen Bergdrachen. Hast du auch deine Fußstapfen in der Mythologie hinterlassen? Ich danke den Göttern für das Internet. Suchworte Rumänien, Drachen. Hier, Informationen über ein altes Kirchenfenster. Die Menschen des Mittelalters nannten ihn den Teufel vom Berg. Die Geschichte dazu passt zu dir. Das Aussehen, die Fressgewohnheiten, dein Zuhause auf den Berggipfeln. Ist das etwa ein 500 Jahre altes Porträt von dir? Komm schon, verrate mir dein Geheimnis. Uns bleiben nur noch ein paar Minuten. Wir müssen sicher gehen, nichts übersehen zu haben. Was ist das da am Herzen? Irgendetwas steckt in der rechten Herzkammer. Das ist nicht organisch. Bis jetzt habe ich nichts gefunden, das auf eine gemeinsame Geschichte von Menschen und Drachen hinweisen würde. Bis jetzt. Im Zeitalter der primitiven Säugetiere blieben die Drachen die mächtigsten Jäger. Was ihnen an Beweglichkeit und Kraft fehlte, machten sie durch Geschicklichkeit und ihre Tarnung mehr als wett.